Danke, Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen hier im Saal, sehr geehrte Zuschauer auf der Tribüne und natürlich auch im Livestream. Die Rede von Günter Gabrecht hat mich sehr berührt. Ich möchte ihm dafür auch nochmal von hier aus herzlich danken. In der Form kann ich das gar nicht schildern. Dieses erlittene Unrecht und dieses erlittene Leid der letzten 25 bis 76 Jahre wird für uns nicht nachvollziehbar sein. Egal wie viel wir uns da reindenken, wie wir es lesen, wie wir mit den Menschen sprechen, es bleibt doch immer ein Stück weit unvorstellbar. Und selbstverständlich können wir dieses erlittene Leid nicht mit Geld wiedergutmachen. Da sind wir uns ja auch einig. Aber wir müssen ein Zeichen setzen, ein gemeinschaftliches Zeichen mit allen Bundesländern und mit beiden christlichen Kirchen und natürlich mit dem Bund, dass wir dieses Leid anerkennen. Und dieses Zeichen muss schnell geschehen. Wir müssen das von hier aus als Erste setzen. Die Landesregierung muss das weitertragen. Und ich glaube, das wird die Landesregierung auch tun. Und wir müssen denjenigen, die hier auf Zeit spielen, durchaus zu verstehen geben, dass das keine Vorgehensweise sein kann. Derjenige, der hier auf Zeit spielt, der lässt die Betroffenen ihr Leid ein zweites Mal durchleiden. Das ist Gewalt quasi legitimiert. Und das darf nicht passieren. Und deshalb finde ich hervorragend, wie wir hier in der Sache zusammenstehen. Uli Alda hat es ja gerade auch schon mal nochmal betont. Und deshalb möchte ich hier auch jedwede Parteipolitik außen vor lassen. Darum geht es nicht. Dieses Leid, was da angetan worden ist, das ist zu groß, um damit parteipolitisch irgendwas zu betreiben. Deshalb hoffe ich, dass wir weiter, so wie bisher, daran arbeiten und dass wir das zügig alles hinbekommen und dass wir da wirklich keine einzelnen Anträge zur Einstellung eines Haushaltstitels brauchen, sondern dass wir es alle gemeinschaftlich entsprechend verabschieden können. Und das ist mein Aufruf an alle. Wir haben bis jetzt so gearbeitet. Lassen Sie uns das weiter tun. Nur so werden wir hier einem Ziel näher kommen, der zumindest ein wenig Anerkennung und Gerechtigkeit im Nachhinein bringen kann. Vielen Dank. Vielen Dank.